Fast 5 Jahrzehnte lang war er die Stimme der Pudis. Vor der Wende eine der legendärsten Bands der DDR, aber auch nach der Wende, nach kurzer Pause, sehr erfolgreich in Gesamtdeutschland. Und auch nachdem sich die Pudis getrennt haben, zu 16, hat er fleißig weiter Musik gemacht. Nun kommt bereits sein 5. Soloalbum heraus. Und jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen, Dieter Maschine Birr. Hallo Daniel. Guten Tag, Herr Birr wollte ich eigentlich sagen, aber Siezen mögen Sie nicht so, ne? Warum nicht? Jetzt hast du schon wieder sie gesagt. Ja. So drin. Nee, ich finde es cooler irgendwie, wenn man sich duzt. Und Herr Maschine klingt ja auch ein bisschen doof. Klingt ein bisschen cool. Ich versuche mein Bestes. Ja, wenn denn Frau Maschine, weil Maschine ist ja weiblich. Wa? Das die stimmt, Maschine. Das stimmt. Ja, wir wollen uns ja natürlich nach unseren Gästen richten. Was wir auch noch klären müssen, laut Wikipedia oder auch deiner Geburtsurkunde, bist du 78, wirst im März 79, ist aber falsch. Aber wie gesagt, die Urkunde ist falsch, ich lasse es jetzt nachprüfen und im nächsten Jahr, im März beginnt dann der Prozess und dann wird das alles wieder bereinigt. Aha, also und die richtigen Daten dann in die Datenbank sozusagen und dann wird man mein wahres Alter auch bekannt geben. Und das wahre Alter? Komme ich wieder hierher. Sehr gerne, sehr gerne. Das wahre Alter, das gefühlte Alter ist nämlich welches? Ach, das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich fühle mich auf jeden Fall noch nicht so alt. Ich habe noch genug Energie und genug Power und habe auch hoffentlich noch genug Einfälle. Und solange ich das machen kann, spielt für mich jetzt das Alter nicht so eine Rolle. Ich sage ja immer, ich hoffe, dass ich eines Tages mal keine Lust mehr habe. Weil dann fällt der Abschied von der Bühne nicht so schwer. Weil irgendwann muss ja Schluss sein, logischerweise. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn du sagst, du, ich hatte sowieso keine Lust mehr. Genau. Das wird vermutlich erstmal nicht passieren. Noch ist es nicht so weit, egal wie das Alter jetzt ist. Ja. 50 Jahre auf der Bühne oder 50 Jahre Musik haben auf jeden Fall schon stattgefunden. So gut das geht, haben wir das mal in eine Minute zusammengefasst. Solange mir Rock'n'Roll noch die Ruhe raubt, das ist also offenbar immer noch so. Auf jeden Fall, klar, Musik ist meine Leidenschaft, natürlich besonders Rockmusik und ich möchte das noch so lange wie möglich machen. Zwangsläufig gab es ein bisschen Ruhe, trotzdem in den letzten 2 Jahren während Corona. Ja. Dazu hast du auch ein Lied geschrieben, wir hören mal kurz rein. Die Straßen sind stiller, die Kneipen sind stumm. Keine Nachtschwärmer schwärmen um die Lichter der Nacht herum. Tragische Tage, tragische Tage. Tragische Tage, die Botschaft sollte auch so ein bisschen Trost sein, nicht wahr? Ja, also eigentlich sollte der Titel auch Tragische Tage heißen. Und dann haben wir uns aber entschlossen, doch bessere Tage daraus zu machen, um nicht von vornherein gleich diesen Song so negativ zu behaften. Weil zu dieser Zeit, glaube ich, wollte auch kein Mensch mehr was von Corona hören. Die Leute hatten ja im Grunde genommen die Schnauze voll und haben sich danach gesehnt, wieder rauszugehen, zu Konzerten zu gehen und so weiter. Und deswegen heißt der Song eigentlich Bessere Tage, also mehr Mut machen. Wie hast du das war übrigens der erste Song von dem neuen Album. Die Songs sind alle oder zumindest sehr viele auch sehr persönlich, mit sehr persönlichen Geschichten. War das ein Anliegen, nochmal sozusagen das Innerste nach außen zu kehren? Naja, wenn du anfängst, Texte zu machen, denkst du darüber nach, worüber kannst du noch singen. Und da sind mir natürlich viele Dinge aus der Vergangenheit eingefallen, wie zum Beispiel meine erste Liebe oder mein Jugendfreund oder die Geschichte mit Mackie, der Sänger von Omega, der leider im letzten Jahr verstorben ist. Wir hatten noch viele Pläne gehabt. Ich sollte mitspielen jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr in Ungarn zum 60-jährigen Jubiläum, doch 60 Jahre, vor 60.000 Leuten. Und das war ein Schock gewesen, als er nicht mehr da war. Und da habe ich ein Lied geschrieben für ihn. Auch die Zeit mit den Pudis klingt an auf dem neuen Album. Vor 53 Jahren gab es das erste Konzert in Freiberg in Sachsen im Tivoli. Ja. Da gibt es in der Stadt unter anderem diesen Stein hier. Wir haben ein paar Bilder vorbereitet, der an das legendäre Konzert damals im Tivoli erinnert, dem dann auch noch viele weitere folgten bis zuletzt. Dann gab es ein nicht ganz so schönes Ende, auch mit Streit um Tantien, aber jetzt auf dem Album klingt das alles wieder so ein bisschen versöhnlicher. Na gut, ist ja eine Weile her und es war nicht so schön, die Zeit. Aber wir haben uns geeinigt und ich freue mich, dass es so gut für mich
gelaufen ist. Ansonsten ist die Sache jetzt für mich vergessen und ich schaue jetzt nach vorne und betone aber auch in diesem Lied, wenn ich noch einmal leben könnte, ich würde alles noch mal genauso machen, auch mit der gleichen Band wieder spielen. Damit ist ja nichts anderes gesagt, dass mir also nichts leid tut, sondern dass das einfach eine schöne Zeit war. Ich sage mal, es ist die schönste Zeit in meinem Leben gewesen mit den Pudis. Und mein Gott, da ist ein bisschen was an die Öffentlichkeit geraten, was wir ja nicht wollten. Und in jeder Band gibt es irgendwelche Probleme. In jeder aber ein Familie gemeinsames Comeback gibt es nicht mehr. Nee, das gibt es jetzt nicht mehr. Nee. Dafür geht Solo weiter am 14.01. Das erste Konzert in Halle. Ja, im Steintor. Ja, mit gefühltem Alter von 40, 50, was ich denke, rausgehört habe, ist das auch körperlich kein Problem, oder? Nö, bis jetzt noch nicht. Ja, worauf freust du dich am meisten? Worauf freust du dich am meisten bei der Tour? Naja, erstmal, dass ich wieder mit meinem Freund und Kollegen Uwe Hasbecker zusammenspielen kann, der Gitarrist von Zilli. Ein super Gitarrist, nicht nur Gitarre, sondern auch Geige und Mandoline. Und wir spielen wirklich nur mit zwei Gitarren. Als Duo. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich irgendwann mal als Duo toure. Aber das hat irgendwie was Magisches. Und weil mit ihm macht es so einen Spaß, weil er hat dann irgendwelche Ideen, die er da noch zu beiträgt. Und die Leute finden Tatsache richtig gut. Da freue ich mich wie ein Kind drüber. Wir wünschen viel Spaß bei dieser Tour zum neuen Album. Große Herzen. Vielen Dank, Maschine, für den Besuch hier im Studio. Gerne, bin ja an Ekom. Danke. Und schönes, gesundes neues Jahr für alle. Ja. Schließen wir uns an.